Hallo, hier ist Muho wieder aus Osaka. Das ist das zweite Video in etwas, was vermutlich eine kleine Serie über den Nichiren-Buddhismus und die Soka Gakkai werden wird. Also ich wurde gefragt, was meine Meinung zum Nichiren-Buddhismus und der Soka Gakkai ist. Der Fragesteller hat Verständnis dafür, dass ich mich da vermutlich nicht öffentlich äußern möchte, aber ich habe da eigentlich keine Berührungsängste. Ne? Insofern mache ich das öffentlich. Und ich habe beim letzten Mal gesagt, ne, es gibt verschiedene narrative Erzählungen im Buddhismus. Und die bekannteste ist die vom jungen Prinzen, der den Palast verlässt, um den Weg aus dem Leiden zu finden. Und das findet er. Das gelingt ihm dann auch im Alter von 36 Jahren oder ich weiß nicht, 35 nach westlicher Rechnung. Im Osten, China, Japan schlägt man da gern noch ein Jahr drauf. Also in Japan heißt es immer, er sei 36 gewesen, als er den Morgenstern erblickte und erwachte. Wobei niemand so genau weiß, worin dieses Erwachen wirklich bestand. Aber er machte sich dann, nachdem er von, ich glaube, Brahman persönlich gebeten wurde, doch bitte sein Erwachen und das, was er erkannt hatte, zu teilen mit den leidenden Wesen, die noch im Samsara stecken, machte er sich auf den Weg, um die Lehre und auch seine Praxis zu teilen. Ne? Also er fand Schüler, ne, und in den Sutren wird oft von Tausenden von Schülern berichtet, ne, die ihm zuhörten und mit ihm praktizierten. Ging mit denen auf Wanderschaft, ne, beziehungsweise da nicht Tausende immer ständig gemeinsam auf Tour gehen konnten, während der Regenzeit, zum Teil waren die dann auch immer an verschiedenen Orten, ne, haben sich dann für 3 Monate während der Regenzeit in kleineren Grüppchen niedergelassen, um zu praktizieren, das, was sie von ihrem Lehrer, dem Buddha, gehört hatten. Und dann nach der Regenzeit ging es wieder auf Wanderschaft. Ne? Und so wie es vom Zen verstanden wird, ne, und so steht es aber auch in den Pali Sutren, ne? Das heißt, ich glaube, im Theravada-Buddhismus wird das nicht anders verstanden. Der Buddha beschreibt sich als ein Arzt. Er war selber früher krank, er litt am Leben, aber er hat die Medizin gefunden. Die Medizin ist die tägliche Praxis des Buddha. Das heißt, sich hinsetzen, einfach sitzen, loslassen und auf dieser Basis auch den Rest des Tages zu leben. Im Theravada wären dann auch besonders die Gebote und das Einhalten der Gebote noch wichtig. Ne? Also nicht nur meditieren, sondern auch sich an die Gebote zu halten, die der Buddha festgelegt hat. Im Zen ist man da vielleicht eher flexibel, aber ja, das Waschen der Schalen. Das Kochen, alles Teil der Praxis. Ne? Und das heißt, der Buddha hat nicht für uns die Erleuchtung gefunden, an unserer Stelle, ne? Sondern der Buddha hat in seinem Leben die Lösung gefunden und er hat seine zweite Lebenshälfte der Predigt und dem Teilen dieser Lehre gewidmet. Aber jeder muss seinen eigenen Weg selbst gehen oder wie Jesus im Neuen Testament sagt, ne, jeder muss sein eigenes Kreuz schultern. Buddha hat nicht für uns Sazen gemacht. Ne? Das ist ein Narrativ. Ein anderes Narrativ, wie es im Rheinland-Buddhismus, der ungefähr zur selben Zeit in Japan populär wurde wie der Nichiren-Buddhismus. Und das ist wiederum auch dieselbe Zeit, in der Dogen und die ersten Rinzai-Meister in Japan aktiv waren, nämlich
So um das Jahr 1200 herum, ne? Da hat in Japan zunächst der Honen und später sein Schüler Shinran gelebt. Mit Honen begann der ja reine Landbuddhismus und Shinran hat das, wie soll man sagen, ne? Also aus Sicht der Shinran-Anhänger hat er die Lehre von Honen sozusagen noch das Extrakt daraus sozusagen gefiltert, ne? Sie gereinigt von verschiedenen Elementen, die eigentlich gar nicht in den reinen Landbuddhismus hineingehören. Aus Sicht der Honen-Anhänger ist Honen aber ja sehr viel, wie sagt man, toleranter auch gegenüber den anderen Formen des Buddhismus. Er verleugnet nicht die Praxis, sondern er sagt zum Beispiel, für uns ist das Anrufen des Namens von Amitabha, Buddha, die Praxis. Während Shinran sagt, wir praktizieren nicht, wir brauchen keine Praxis. Würden wir uns auf Praxis berufen, dann würden wir ja nicht der Befreiung von der Seite Amitabhas aus vertrauen. Also ein bisschen erinnert das so an den Konflikt im Christentum zwischen den Katholiken, wo auch die Werke wichtig sind. Natürlich ist der Glauben am allerwichtigsten, aber auch die Werke sind wichtig. Und dann den reformierten Protestanten, die sagen, nee, ne, es ist nur der Glaube, es ist allein der Glaube, ne? Und die Katholiken, die halt auch ja verschiedene Elemente auch anderer Glaubensformen, der Volksreligion aufgesogen haben zum Teil, ne? Und den Protestanten, die da eher misstrauisch sind, ne? Also sowas Ähnliches sieht man auch im reinen Landbuddhismus. Die Honen-Anhänger wären da eher bei den Katholiken und die Shinran-Anhänger, das ähnelt dann mehr dem Protestantentum. Wie dem auch sei. Das Narrativ der reinen Landbuddhisten ist, ja, vielleicht gab es zur Zeit des Buddha und vielleicht gibt es sogar noch heute einige wenige, die aus eigener Kraft durch die eigene Praxis den Weg ins Nirvana finden. Aber das ist eine kleine, ganz kleine Minderheit. Die meisten von uns können das heute nicht mehr. Selbst zur Zeit des Buddha gab es Leute, die nicht die Medizin einnehmen konnten, die ihnen der Arzt Shakyamuni verschrieben hatte. Und deshalb laut einiger Sutren, und wie gesagt, im Mahayana gibt es ja Tausende, Abertausende von Sutren, ne? Es gibt einige Sutren und auf die stützen sich die reinen Landbuddhisten. Da sagt der Buddha, also Shakyamuni, der historische Buddha, wenn ihr diese Medizin, die ich euch verschrieben habe, nicht einnehmen könnt oder wollt, ihr habt Glück, denn es gibt ja den Amitabha Buddha, der lange, lange Zeit vor mir gelebt hat und der, so wie ich als junger Prinz geboren wurde und so wie ich lange Zeit praktiziert hatte, bevor er Buddha wurde. Aber anders als ich, Amitabha hat gelobt, dass er, wenn er Buddha wird, jeden, der seinen Namen anruft, und sei es auch nur 10-mal, den wird er erlösen. Und auf diese Sutren berufen sich die reinen Landbuddhisten. Wir müssen ja gar nicht so praktizieren wie der Buddha Shakyamuni, denn der Buddha Shakyamuni hat ja selbst gesagt, es gibt einen Buddha, einen Vorfahren, der sehr viel großherziger war, nämlich der Amitabha, der versprochen hat, uns alle zu erlösen. Wir müssen nur seinen Namen anrufen. Und das sind die Buddhisten, die dann Namu Amida Butsu oder Nammandabu rezitieren.
Und wie gesagt, ne, die Honen-Anhänger würden sagen, dass es eben genau diese Rezitation ist, die zur Befreiung führt. Und die Shinran-Anhänger würden sagen, du musst noch nicht mal den Namen rezitieren. Die Befreiung ist bedingungslos. Und wenn die Rezitation des Namens erfolgt, erfolgt das nicht aus eigener Kraft, um dadurch befreit zu werden, sondern aus Dankbarkeit. Amitabha erlaubt uns, den Namen zu rezitieren. Wir tun das nicht, damit wir befreit werden, sondern es passiert sozusagen von alleine. Amitabha rezitiert den Namen für uns. Selbst die Rezitation des Namens wird durch die Kraft von Amitabha erst ermöglicht, ne? Und in dieser Form des Buddhismus, wird die, wie soll man sagen, Erkenntnis oder das Bewusstsein der eigenen Sündhaftigkeit sehr betont, ähnlich wie im Christentum auch. Eben deshalb, weil wir so tief in der Sünde stecken, wird kein Werk es uns jemals ermöglichen, so zu werden wie der Buddha. Und genau diese Erkenntnis der Sündhaftigkeit erleichtert es, ermöglicht es, vollkommen auf Amitabha zu vertrauen, ne? Also eine Form des Buddhismus, die entgegen vielem, was wir im Westen da immer glauben, durchaus auch die Sündhaftigkeit des Menschen betont. Aber beim nächsten Mal komme ich dann doch endlich mal zum Nichiren-Buddhismus. Danke fürs Zugucken. Wir sehen uns wieder. Tschüss.